Dies ist der freie Funk Favoriten. Es folgt eine Durchsage im öffentlichen Interesse. Werte Mitbürger und Mitbürgerinnen, liebe Österreicher und Österreicherinnen, auch die Zugrasten, daheim an den Schirmen und unterwegs an den mobilen Empfängern. Heute vor 78 Jahren wurde ein Gesetz verabschiedet im Nationalrat. Es war der Beschluss über die immerwährende Neutralität Österreichs. Seit 1965 ist dieser Tag auch der Nationalfeiertag. Die Textzeilen unserer Hymne besingen ein Land der Berge, ein Land am Strome und ein Land der Äcker und ebenso auch ein Land der Dome. Tatsächlich war und ist es Heimat großer Töchter und Söhne und sie alle bildeten das Volk begnadet für das Schöne. Vielgerühmtes Österreich. Die Zweite Republik wurde auf Trümmern erbaut, aus Trümmern, aus dem Nichts, im Schatten einer Vergangenheit, welche gerne weggedacht wird von so manchen Teilen unserer Gesellschaft. Die Stadt Wien, unsere Stadt, sie war damals Schutt und Asche, ebenso wie weite Teile des Landes. Doch Wien steht. Sei der Wiener auch gemütlich, diese Gemütlichkeit geht einher mit Fleiß. Mögen wir auch klagen, wir lachen viel lieber und gerne auch mal über uns, denn das ist am lustigsten. Diejenigen jedoch, die nicht lernen wollen, was immer zu lehren sein wird, die suchen nach dem Trennenden. Das Augenmerk liegt nicht auf dem, was uns alle verbindet. Mein Appell an Sie alle, liebe Bürger und Bürgerinnen, Mitbewohner und Mitbewohnerinnen mit und ohne Staatsbürgerschaftsnachweis oder Aufenthaltstitel. In jeder Stadt, in jedem Dorf, in allen 9 Bundesländern. Bleiben Sie standhaft. Vertrauen Sie bitte auf sich und Ihr Können. Reichen wir uns gegenseitig die Hände, anstatt dass die eine die andere nur wäscht. Gemeinsam sind wir mehr. Gemeinsam sind wir stark. Das Ich, das Mir, das Meins, dem Uns hat das niemals etwas gebracht. Niemand hört das Klagen der Alten und Kranken, die alleine geblieben sind. Niemand sieht das Leid derer, die jeden Tag dienen unserer Nation, mit und ohne Uniform, jedoch mit Würde und Anstand. Niemand redet über Missstände, die mehr als offensichtlich sind im Alltag eines jeden von uns. Unser Alltag, unser Land, erbaut und bewahrt mit unseren Händen, Tag für Tag aufs Neue. Doch ich bin niemand. Und niemand sieht sich in der Pflicht. Niemand hört euch. Niemand sieht es. Niemand wird sprechen über das Unrecht. Ende der Ansage.